auf bottleplot.com. So, ich werde jetzt rausziehen in die Kälte Hamburgs, um Teppich zu besorgen für unser Experiment. Und zwar hatte ich ja aufgerufen dazu, dass ihr eure besten Tipps und Hausrezepte und so weiter, sagt man das Hausrezepte? Ich glaube schon. Also eure Tipps, wie man aus dem Teppich den Rotweinfleck am besten wieder entfernen kann. Und genau das werden wir nachher ausprobieren. Ich glaube, wir machen das draußen und nicht in der Wohnung, sonst wird das so ein Geklehe hier. Also ich werde jetzt losziehen, einen Teppich kaufen. Wenn euch noch irgendwas einfällt, dann veröffentlicht das bitte in den Kommentaren. Ich habe auch schon einige E-Mails bekommen. Wir werden diese E-Mails natürlich selbstverständlich genauso berücksichtigen wie die Kommentare und werden das ausprobieren. Ich bin schon ganz gespannt, was am besten wirken wird. Gerade für die Festtage, die kommenden Festtage, wo ja sehr viel Rotwein getrunken wird und auch Silvester wird bestimmt nicht nur Champagner getrunken. Keine Panik, ich werde euch die besten Tricks zeigen. Ich hoffe, da ist auch wirklich was dabei, was die Flecken aus dem Teppich entfernt, sonst sind natürlich alle ganz aufgeregt und wollen gar keine Party bei sich zu Hause schmeißen. Ich gehe jetzt los.